Ich sagte schon vor 2, 3 Monaten, wir müssen hinausgehen. Wir müssen als Lichtsäule, als wunderbare, kraftvolle Lichtsäule des Geistigen, müssen wir hinausgehen und überall dort, wo noch Dunkles ist, dahin gehen und uns dort aufhalten eine Weile und wieder weggehen. So kann das Licht wirken auf dieser Erde vermehrt und viel stärker. Wenn wir das nicht tun, wird alles noch viel langsamer dahingehen. Wir können es durch unser Wirken, durch unser Licht verbreiten, beschleunigen, was nun Dunkles noch da auf der Erde ist. Aber wir müssen es tun. Wir sollten dafür danken, dass wir die Kraft erhalten, für diesen Schritt hinauszugehen. Wir müssen hinausgehen, denn nur durch eine Markierung von uns, durch unser Dortsein, kann das Licht über uns wie ein Kanal wirken. Stellt euch bitte das so vor, dass ihr als Geistfunke im Dunkel drin steht und ihr seid einfach dort und ihr wirkt. Aber seid bewusst dort. Schaut, dass ihr in Gedanken bewusst hingeht und dort wirkt. Dann kann das Licht, das hohe göttliche Licht, sich herabsenken. Durch euch. Ja, durch euch. Wie denn sonst soll Lichtes noch durch diese dunklen Schwaden hindurchkommen auf dieser Erde. Diese dunklen Schwaden umhüllt die Erde. Es liegt an uns Menschen, wie wir wirken jetzt. Wir müssen bewusst wirken. Nicht nur beten jeden Tag im Yogisitz, das bringt nichts. Wir müssen handeln. Jetzt ist nur noch Handeln gefragt. Also geht hinaus und handelt, geht an Orte, wo ihr hin müsst, wo es manchmal weh tut. Denn da werdet ihr gefordert. Euer Geist setzt sich dort und dann könnt ihr erflehen die große hohe Kraft, damit sie wirkt. Denn sie wird wirken durch euch, durch euer Vorangehen, durch euer Vorangehen, so wie ihr vorangeht, bewusst, selbst, stark. Ja, so soll der Mensch hinausgehen, kraftvoll wirken für die neue Zeit, für jetzt, für diese Menschheit. Groß und kraftvoll kann er nur sein, indem er handelt. Und wenn es da und dort wehtut, wo er hingeht, so muss es sein. Denn wenn etwas wehtut, dort überwinden wir uns und es gibt Kraft. Es gibt verstärkte Kraft und der Mensch wird nicht alleine gelassen vom Licht, denn das Licht ist da. Es folgt ihm, es geht mit ihm. Er wird es in den Handlungen sehen, kraftvoll, wie es wirkt. Und wie es für ihn den Weg bereitet. Aber wir Menschen müssen selbst hinausgehen. Jetzt kraftvoll, selbstbewusst, stark stehen, mutig vorangehen. Nur das zählt. Ihr könnt mich gut anschreiben auf meiner E-Mail-Adresse und ihr könnt dies und jenes erfahren, wie man vorgeht, wenn ihr es noch nicht wisst. Denn Handeln ist anders als Beten. Handeln ist Handeln. Ich gehe in die Handlung für das hohe, große Licht. Ja, für die Veränderung dieser Erde. Ihr Markus Bösch.